R1 Niedersachsen Verkehrsservice. A31 Emden-Meppen. Der Ems-Tunnel ist wegen Bauarbeiten bis morgen früh 6 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Sie werden ab Leer Nord bzw. Wena umgeleitet. Und die Bundesstraße 6 Nienburg Richtung Hannover ist zwischen Bordenau und Frielingen nach einem Unfall gesperrt. Mehr dazu hören Sie gleich in Aktuell. Es ist 22 Uhr. NDR 1 Niedersachsen. Aktuell. Mit Katja Siebert. Die Schlagzeilen. Außenminister Steinmeier empfängt griechischen Finanzminister Kotsias. Polizei zeigt in Walsrode nach Massenschlägerei erhöhte Präsenz. Und Überfahrten nach Norderney müssen nach Winterstürmen häufiger verschoben werden. Das Wetter nachts teils dicht bewölkt, teils aufgelockert und örtlich Nebel. Tiefstwerte bis 0 Grad. Athen.